Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die C64 Mini. Alle weiteren Informationen zu dieser Konsole und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Konsole und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. C64 Mini, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist die Neuauflage, die Wiedergeburt des, wie wir hier lesen, meistverkauften Heimcomputers. 1982 ist das Original damals erschienen, der Commodore 64. Und 35 Jahre später, also zum Jubiläum, gab es dann Anfang 2018 diese Neuauflage, und zwar die 64 Mini. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier einen Karton im Querformat. C64 Mini lesen wir hier. 64 Spiele vorinstalliert. Kann an den Fernseher angeschlossen werden, inklusive HDMI-Kabel. Adapter nicht inklusive, okay. PG 7, USK 6. Und dann haben wir noch abgebildet, was sich darin befindet. Einmal rechts der Joystick und einmal links die Tastatur. Ja, auf der Seite gibt es noch weitere Hinweise. Technische Details, Barcode. Hier auch nochmal Funktionen der Gerätschaften. Auf der rechten Seite auch nochmal. Und auf der Oberseite haben wir nochmal hier in der Hand. So, um nochmal zu veranschaulichen, wie klein das Ding wirklich ist. Und auf der Rückseite haben wir die Spiele aufgelistet. Die Highlights, also so bekannte Spiele, wurden hier nochmal visualisiert. In diesem Fall haben wir, Moment, 4, 8, 12, 13. 13 müssten es sein, die hier veranschaulicht wurden. Und hier unten haben wir dann noch eine vollständige Liste aller 64 Spiele. Es ging sich dann hier eben nicht aus, alle hier so zu visualisieren. Aber ja, also die hier sind auf jeden Fall mit dabei. Plus eben alles hier unten nochmal im Detail. Ich hoffe, ich kann das hier einmal, ja. Also, die sind alle mit drauf. 64 Stück, wie gesagt. So, dann schauen wir mal rein. Hier auf der linken Seite können wir das Ganze mal aufmachen. Und dann holen wir mal die eigentliche Schachtel raus, hier aus dieser Überverpackung, aus diesem Schuber mehr oder weniger. So, das ist dann das Innere. Hier lesen wir auch wieder, The C64 Mini. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen, alles in Blau. Lässt sich dann hier vorne so aufklappen. Und hier kommt dann der eigentliche Boxinhalt. So, wir haben hier so eine Schutzhülle, Plastik, hier und Karton. Dann einerseits mal hier das Keyboard. Ein Quick Guide, also eine Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung. Und natürlich der Joystick, der kommt hier auch noch mit Kabelwesen. Moment. Und was haben wir hier noch? Noch weitere Kabel. Okay. Gut, das war's soweit. Mehr ist hier nicht drin, wie wir sehen. Dann packen wir die Verpackungssachen wieder rein. Und schauen das Ganze mal an. So, also, wir haben hier einmal eine Gebrauchsanleitung. Kurze Leitung, ja. Ich denke, die ersparen wir uns. Gut, dass sie dabei ist. Für Leute, die jetzt nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen oder wie man das Ganze ansteckt, installiert, was auch immer. Das ist hier beschrieben. So, und dann haben wir als wichtigsten Teil einmal diesen hier. Das ist der Joystick. Den brauchen wir zum Spielen. Wir haben hier oben zwei Tasten, zwei große runde Tasten. Dann hier auch nochmal zwei kleine dreieckige und hier dann nochmal vier kleinere Knopftasten. C64 lesen wir auch hier wieder. So sieht das von unten aus. Made in China. Grüße gehen raus. Und das Ganze läuft dann mit einem Kabel. Und zwar haben wir hier ein USB-Kabel. Also ein ganz schlichtes USB-Kabel, das man dann anstecken kann. Als nächstes haben wir hier dann dieses Teilchen hier.
Und das ist wirklich mini. Also das wird dem Namen gerecht. Denn das Original von damals, also aus dem Jahr 1982, war doppelt so groß. Dieses ist nur noch die Hälfte wie das Original. Und was man auch dazu sagen muss, diese Tastatur ist, so traurig das ist, wirklich nur eine Attrappe. Also wir haben hier natürlich den Anschluss für das Powerkabel, also um das Ganze dann mit Strom zu versorgen, und auch ein HDMI-Kabel. Sprich, hier spielt sich dann so das Leben ab, hier die ganze Einheit und die Elektronik, die nur das Spiel zum Laufen bringt. Aber das Ganze spielt man dann wirklich nur mit dem Joystick. Und die Tastatur erfüllt an sich keinen Zweck, weil wir sehen es selber, wir können hier keinen einzigen Knopf drücken. Die sind hier wirklich so fest draufgesetzt, aber sind hier nicht zum Bedienen oder zum Spielen geeignet. Ja, also Spielen läuft dann wirklich nur über den Joystick. Auf der Seite haben wir natürlich auch nochmal zwei Anschlüsse. Bedeutet, das USB-Kabel können wir dann hier einstöpseln. Einmal, zweimal. Sprich, wir können mit bis zu zwei Controllern parallel spielen. Und hier unten haben wir auch nochmal die Infos. Technische Details, Made in China. Okay. Gut. Und zu dem Ganzen, um das in Betrieb zu nehmen, brauchen wir natürlich auch noch Kabel. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene. Einmal dieses hier. Das ist, wie gesagt, das Stromkabel. Und zwar haben wir hier einen USB-Anschluss. Und den kann man dann in einen Adapter, in eine Stromquelle anschließen. Und hier hinten haben wir dann hier Power-In. Also das ist das Kabel, das diese Einheit hier mit Strom versorgt. Und das zweite Kabel ist dann dieses hier. Ein ganz klassisches HDMI-Kabel. Bedeutet, das eine Ende stecken wir dann hier ein. Und das zweite Ende dann je nachdem in den Computer, in den Fernseher, in den Bildschirm eurer Wahl. Und dann kann man das hier in Betrieb nehmen. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich hier alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte HDMI-Kabel. Dann hier das USB-Kabel, um das ganze Teil dann mit Strom zu versorgen. Dann die Tastatur. Wie gesagt, hier ist die ganze Einheit drin dann verbaut. Die Tastatur, die Knöpfe dann wirklich nur ja, Design und Attrappe. Der Controller, der Joystick, so sieht er aus, in Schwarz und Rot. Und dazu gibt es dann auch noch hier diesen Quick Guide, diese Kurzanleitung. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box C64 Mini mit 64 Spielen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Konsole bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr den C64 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.